werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Hallihallo, Horrorfans. Willkommen in Dead Space. In einer neuen Folge. Ich höre Stimmen. Worauf wir gewartet haben. Hört nicht auf sie. Kommen sie zurück. Kommen sie zurück. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit und Ihr Tod ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Ihr Narren, das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört ihr nicht auf sie? Kommen sie zurück! Kommen sie zurück! In dieser wichtigen Stunde von der Kirche... Boah, ich kann den nicht mehr anhören, ne? Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Kolonie passiert ist. Ich glaube tatsächlich, wir haben es hier mit dem Sektenführer zu tun. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet. Boah, Gottes Plan, du gehst mir auf den Sack, du. Was ist hier noch? Ah, Strahlmunition, schön. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Ihr Narren, das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört ihr nicht auf sie? Kommen sie zurück! Kommen sie zurück! Okay, ich versuche das jetzt mal. Ah, ich kann es verschieben. Sehr gut. Und hier rüber bitte. Genau. Damit können wir das hier zur Seite schieben. Genau. Damit können wir dann durch. So. Damit haben wir die letzte... Nee. Einen Halbleiter gefunden. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich habe mir hier mehr erwartet. Okay, schon wieder Ripperklingen. Lagerraum. Ja, ich möchte es überbrücken. Oh, wollen wir mal hoffen, dass wir dafür genug Inventarplatz zur Verfügung haben. So, Strahlenmunition haben wir jetzt auch wieder ausreichend. Das heißt, ihr könnt gleich mal nachladen. Oh, können wir nicht? Sehr gut, er ist voll. Gut. Wunderbar. Unitology. Okay, hier ist... Wo müssen wir denn lang? Da müssen wir lang. Hier durch irgendwie. Gut. Jawohl, so einmal. Hier rüber. Können wir das jetzt rausziehen? Ne, das können wir nicht rausziehen. Das hier können wir vielleicht rausziehen. Nee, das können wir nur in diesen Schienen bewegen. Mhm, okay. Das hat, ah, dann müssen wir das wieder rüberschieben. Hier rüber. Komm. Und noch ein Stück, jawohl. Und hier ein Stück. Ja, okay. Hier ein Stück. Genau, und jetzt können wir das darüber schieben. Hallo. Ein intelligentes System mit diesen beweglichen Schlafkojen. Muss man mal sagen. Und damit können wir hier durch. Ah, noch nicht ganz. Dann müssen wir das hier verschieben.
Da fungieren die Betten gleich mal als Raumteiler. Und hier gibt es sogar noch Bücher. Unglaublich. Wie oldschool sind wir denn? Credits. Okay. So. Schon wieder eine Kerze. Die brennt auch noch weiter, nachdem wir sie umgeschmissen haben. So. Noch eine Irre. Ich muss sagen, die Szene ist verstörend. Das stimmt schon, die Szene ist verstörend. Boah, die haben sich alle umgebracht. Übel. Da ist die Karte. Okay. Erstmal möchte ich das Medipack eigentlich aufheben. Kann ich nicht. Ich möchte hier mal auf Nummer sicher gehen. Man weiß nie. Und da backt der, dieser Bildschirm durch die Wand. Okay, schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt das Ding aufheben. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei, wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Okay, ich glaube, wir haben genug Strahlmunition verschwendet. Jetzt ist die Devise laufe! Na komm, geh rüber! Sperren ihm den Weg. Okay. Das klingt gar nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Scheiße, der passt da durch. Der passt da durch, dieses... keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das Funkeln der Kontrahenten. Kann es sein, dass das irgendwie scheiße programmiert ist? Weil der ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass er mich angreift. Warum steht er dann nur rum? Hi! Siehst du mich? Nö. Das Ding können wir nicht verschieben. So, machen wir hier mal Platz. Immer noch nichts. Wir müssen da hinten durch, das ist unser Problem. Das heißt, wir müssen ihm eigentlich die Beine absägen. Bleib liegen! Hurensohn. Ernsthaft? Er steht mir jetzt einfach nur im Weg rum. Oh ne. Hab mich getäuscht. Können wir dich zwischen den Dingern zerquetschen? Nö, können wir wohl nicht. Okay.
War ein Fehlversuch. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir möglichst viel Abstand gewinnen von dem. Ich glaube, der Strahl ist natürlich die beste Waffe, die wir da Diesmal haben. gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, Doch, mein haben wir. Freund. Bis jetzt waren Sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei, wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass Sie sich einbringen. Okay, der Flammenwerfer macht viel zu wenig Schaden. Bleib liegen. Okay, jetzt mal hier durch. Okay, das hier rüber. Darüber, darüber, da. So, okay, und jetzt hier entlang. Ah ne, hier lang. Jetzt wäre ich beinahe in die falsche Richtung gerannt. Ah! Isaac, die Vorsohn hat gerade das Schloss überbrückt. Ich versuche das rückgängig zu machen. Warte kurz. Scheiße! Ah, fuck, ey. Geh drauf! So, ist mir jetzt egal, ob das ein großes war. Wir müssen. Wir haben andere Probleme. Ah! Nein, nein, nein! Fuck it! Nichts sagen, ne? Aber wir kommen hier nicht durch. Und ich glaube, nee, ich habe uns nicht. Nachladen, nachladen. Verschwinde da! Zu Befehl! Befehl. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Ja, lass mich aber vorher noch speichern. Isaac, du solltest Dr. Kyle mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich hier herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Mach die scheiß Tür auf! Ach Gott sei Dank. Der rettende Aufzug. Ich hätte nicht gedacht, dass ich über einen Aufzug mal so froh bin. Okay. So, wenn der schon gewalttätig werden könnte, möchte ich mal alle Waffen nachladen. Ja, das mit dem Strahl hat sich natürlich erledigt. Wir haben keine Strahlmunition mehr. Aber den Impuls immerhin. Dann müssen wir jetzt wieder da lang. Gut. Dann gehen wir da lang. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Ich bin es leid, auf diesem Raumschiff festzustecken, das dem Untergang geweiht ist. Ich bin es leid, gegen Kreaturen zu kämpfen, die nichts mehr mit... menschlichem Meiner haben.
Das war's mit der Impulsflinte. Ach du heilige Scheiße. Das ist noch irgendwas? 1000 Credits immerhin. Dann können wir uns aber auch kaum was kaufen. Wir müssen immer noch da durch und da ist verschlossen. Warum ist da verschlossen? Noch ein großes Medipack ist weg. Gehen wir mal da lang. Da hinten ist immer noch nicht offen, oder? Doch, jetzt ist er offen, Gott sei Dank. Er hat die Tür überbrückt. Oder sie. Wie auch immer, Hauptsache die Tür ist offen. Genau, jetzt müssen wir hier lang. Eieiei. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe Ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass Sie das Wimp-Shuttle reparieren und von ihr weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Habe versucht, das Schiff zu zerstören. Die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich. Aber sie wissen nicht, was hier passiert ist. Was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm! Aber Amelia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeiten. Was wird aus uns? Was wird dann aus uns? Wir haben kein Schiff, mit dem wir fliehen können. Meine Idee wäre folgende. Lass uns dieses Schiff hier nehmen, irgendwie wieder flott kriegen, sei es nur auf, keine Ahnung, Mopsgeschwindigkeit. Lass das in den Planeten stürzen und irgendwie mit dem Shuttle fliehen. Finde ich die weit bessere Variante. VIP-Schlafblock. Oh Gott! Was ist denn hier los? Ich glaube, wir bleiben mal bei der Kettensäge. Kettensäge beim Industrie. Oh, Flammenwerfer dringend. Dringend den Flammenwerfer gegen diese Scheißratten. Wir haben noch 80 Munition, Scheiße. Die 2 ist es, okay. Ah.
witzig, den Ragdolls beim Buggen zuzusehen. So. Ist jetzt Ruhe. Gott sei Dank. Ich glaube, die VIPs haben sich in diese hässlichen, fetten Dinger verwandelt. Boah, das wird mich nerven. Das nervt mich jetzt. Ich muss die da rausziehen, sonst denke ich immer, irgendwer verfolgt mich. So. Rein oder raus, Kollege. Du kommst raus. Du kommst rein. Hallo oder raus, meinetwegen auch raus. So, jetzt schließt die Tür und jetzt backt's nicht mehr. Das war eine göttliche Ruhe. Schön. Wirklich schön. So sagen, mir gefällt es hier. Der ist jetzt nicht so ganz umgestoßen. Jetzt gehen wir mal da rein. Hier lässt sich's, glaube ich, aushalten. Strahlmunition, sehr wichtig. Hallo, da drauf. Habe ich mich erschrocken. Da habe ich mich erschrocken. So. Gehen wir mal darüber. Gehen wir mal chronologisch vor. Ich will ja nichts übersehen beim Looten. 800 Credits. Ein Textlog, sieh an. Persönliches Logbuch White D, First Officer. Das Schiff wird von verdammten Unis befehligt. Bisher bekannte Unis. Captain Matthias, CSO 250 Mercer, LCDR Holt. Ah, Lieutenant Carrillo. Lieutenant. Boah, wofür diese Abkürzungen stehen, weiß ich nicht. Carrillo, Pitts, Brede, Meinert, Schande, Espeleta, Natividad. Okay. Unis, da werden wahrscheinlich die Unitologen werden wahrscheinlich gemeint sein. Und man sieht, das ganze Schiff, also die ganze Besatzung war unterwandert mit Leuten, die daran geglaubt haben. Und ich glaube, das war auch so der Plan. Die Sekte hatte wahrscheinlich nicht genug Geld. Oder? Die USG Ishimura ist ja ein Handelsschiff. Und wahrscheinlich hat sich die Sekte gedacht, ach komm, schleusen wir uns auf diesem Handelsschiff ein. Dann können wir auf den Planeten. Ein schlauer Plan. So, jetzt den letzten. So. Impulsmunition. Und was liegt hier? Ein Audiolog. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kain, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Hm. Wie ich mir dachte.
wurden anscheinend viele Gläubige aufs Schiff geschleust, um den Marker zu bergen. Die Gefahr wird völlig außer Acht gelassen. Richtig ignorant. Weil man an die höhere Bestimmung glaubt. VIP-Shuttle-Bereich. Da baue ich jetzt einen kleinen Cliffhanger ein, indem ich zur Speicherstation laufe und dann die Folge beende. Ja. Kapitel 10, das Ende aller Tage. Ich fürchte, dass es tatsächlich unser Ende werden könnte, wenn der Plan dieses komischen Verrückten da, den wir bald treffen werden, tatsächlich so in die Tat umgesetzt wird. Weil er möchte ja in dem Shuttle den Marker wieder zurück auf den Planeten bringen. Aber was wird dann aus uns auf dem Schiff? Ich glaube nicht, dass es sich so reparieren lässt, dass man wieder heimfliegen könnte auf die Erde. Wir werden sehen. In der nächsten Folge. Tschüss.